So, endlich mal Potsdamer Platz bei Nacht. Nachdem wir den jetzt so oft bei Tag gesehen haben, können wir den jetzt auch mal im Dunkeln sehen. Das hat einen besonderen Grund, dass es dunkel ist. Es ist nämlich schon spät. Und warum ist es spät? Weil ich heute endlich, yay, auf meine erste Berlinale-Premiere gehe. Es ist soweit und ich habe einen ganz besonderen Gast dabei und muss mich jetzt sputen, damit ich rechtzeitig da bin. Also auf zum Berlinale-Palast. Endlich ist es soweit. Nach 6 Tagen Berlinale bin ich auf meiner ersten Premiere. Heute gibt es Thomas Winterbergs Kollektivit und ich gehe nicht alleine, sondern habe eine charmante Begleitung bei mir. Meine beste Freundin, die tolle Schauspielerin Chiara Choras. Da ist sie. Da bin ich. Freust du dich auf den Film? Ich freue mich sehr auf den Film. Wir wissen beide gar nichts darüber. Nee, gar nichts. Gar keine Information, aber Thomas Winterberg, da kann man ja hoffen. Das stimmt. Also reden wir nach dem Film weiter und gehen zusammen. Ja, und dann erzählen wir euch, wie es war. Yay! Yeah, peace. Film kann ich die Kamera nie mitnehmen, deswegen gebe ich jetzt mir alles an die Garderobe ab und wir sehen uns gleich wieder. Zum Film, Chiara und ich. Und das war toll, oder? Ja, es war ein ganz, ganz toller Film über Großzügigkeit, Liebe, Loslassen. Ganz toll gespielt. Ja, sehr berührend. Ich glaube, wir haben Rotz und Wasser gehalten. Ja, allerdings haben uns gegenseitig die Augen getrocknet. Also das ist halt ein sehr europäischer Film und sehr dänisch auch so. Also das ist auch Winterberg, so wie man den kennt. Aber das ist auch vor allem ein Film, den muss man auf der Leinwand sehen, weil das ein Film der großen Gesichter ist. Und was in den Gesichtern ausschließlich aller Darsteller in diesem Film passiert, ist unfassbar. Wenn man das auf der großen Leinwand sieht, wie viel da los ist, wie viel man da aus diesen Gesichtern zehren kann und sehen kann, wie viel die einfach abgeben und freigeben und so. Da habe ich schon ganz schön viel Gänsehaut bekommen. Ja, wir sind jetzt so ganz schön in so einer Stimmung, oder ich zumindest, gerade in so einer ganz besonderen Stimmung. Ja. Man geht hier so raus und dann alles kriegt so eine Bedeutung, eine Wichtigkeit, über diesen roten Teppich zu gehen, dass es jetzt schneit. Mhm. Ist alles so magic und sehr besonders und ja, geht da alle rein und lasst euch auf eine Reise mitnehmen. Ein tolles Erlebnis, sehr empfehlenswert. Und Kino, das ist Kino. Ja, und das war meine erste Premiere auf der Berlinale und gleich so ein Volltreffer. Das war wunderbar, so kann es weitergehen. Ich sage jetzt erstmal tschüss und vielen Dank, ja, dass du dabei warst. Sehr gern, tschüss. Tschüss. Ich finde übrigens, dass das mit zu den stärksten Dingen der Berlinale gehört. Nach so einem Film nach Hause zu fahren und nochmal so mit sich und seinen Gedanken zu sein und einfach mal alles Revue passieren lassen. Es gibt, glaube ich, kein Festival oder selten so eine Dichte an Filmen, die mich so zum Nachdenken bringen wie auf der Berlinale. Und das ist was ganz Besonderes, finde ich. Das finde ich total toll. Und ich freue mich jetzt nach Hause zu fahren und nochmal so ein bisschen alles auf mich wirken zu lassen. Jetzt war auch meine beste Freundin Chiara weg ist, kann ich nochmal so für mich den Film irgendwie nochmal durchdenken. Das ist total schön.